Schon in Nias Let's Plays und seit langem mal wieder einer Folge von Conan Exiles. Ich hatte vom Publisher ein Key bekommen für Isle of Sibtar und genau das möchte ich mir jetzt mal angucken. Aber erstmal, oder was heißt erstmal, nur im Solo. Und die Insel von Sibtar. Es scheint ein neues. Achso, X muss ich drücken. Eigenständiges Gebiet zu sein und ich bin gespannt. Es ist einige Jahre her, dass ich Conan Exile zuletzt gespielt habe. Es gibt inzwischen auch zig Updates, ähnlich wie bei Ark. Ich bin echt gespannt. Ich brauche sicherlich auch erstmal wieder Zeit reinzukommen. Es ist halt wirklich ewig her, das Gefühl, so Jahre, zwei, drei Jahre mit muss. Und damals ja auch nur so um 3, 4, 5 Folgen mal. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was to be transported to the exiled lands. Chained and bound aboard a slave galley out of Argos, the prisoner was carried south under threatening skies. Fate intervenes. Wir sind männlich. Was gibt's denn hier so? Okay, das macht nur optisch scheinbar was aus. Religion, ist die Religion wichtig? Spezialisierung, Heilung und Licht. Gifte und Gegengifte, Fleischzubereitung und Kannibalismus? Nein. Tentakel, Bewerter, Schrecken. Das sind diese Götter. Ymir, Geist und Kälte. Bei Ymir muss ich gleich an Attack on Titan denken. Fruchtbarkeit, aber auch Tod. Okay. Doppelgesichtigte Göttin. Keine Spezialisierung und kein Avatar. Na, dann mache ich Heilung und Licht. Stimme, Kopf, das ist mir alles egal. Was haben wir hier noch? Nacktheit. Keine Nacktheit. Startposition. Scheint ein ruhiger Ausgangspunkt zu sein. Okay, das klingt doch schon mal gut. Bedrohliche Gefahr. Gute Deckung. Ein gefährlicher Ort zu sein. Nee, ich glaube, wir nehmen einfach mal das. Sklavenfracht für Transport. Shoninja. Achso, das ist quasi mein Verstümmelung eines Wachmanns, Alkoholmissbrauch, Ermordung eines Magistraten, also mein Vergehen. Der hat ja ganz schön viele Augenbrauen. So, sprinten, rennen, interagieren, befehligen, klettern. Das ist treten, okay. Reise. Kapitel, Ein Brett oder eine Bettstatt benutzen. Um einen Clan zu erstellen. Aha. Haben wir einen Clan. Zoomen ist das. Okay. Sieht ganz schön groß aus und wir sind ganz unten links.
Da hinten scheint sogar eine Stadt zu sein und da oben auch. Zumindest sieht es so aus. Mein Inventar. Habe ich das schon alles? Ach nee, das wird mir nur angezeigt. Meine Skillpunkte. Oh, ich habe sogar einen verfügbar. Sprints verbrauchen weniger Ausdauer. Sturzscheinwerferbiert, müheloser Sprung. Weiche Ausrüstung als Doppel. Weitersprung. Aber ich glaube, Belastung ist erstmal cooler. Ich versuche mehr, verursache mehr Schaden, wenn ich überlastet bin. Okay. Prozent mehr Schaden. Also natürlich erst, wenn ich bei dem Punkt bin. Ich gehe erstmal auf Ausdauer. So, investiere Wissenspunkte, um Rezepte zu lernen. Ich habe keine Ahnung, was am Anfang wichtig ist. Stufe 3. Stufe 1. Okay, ich glaube, dann sollte man darauf gehen. Oder habe ich das schon? Ach ne, verfügbar steht da. Ich habe gar keinen Punkt. Okay. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Für was das denn? Und wo ist Rennen, bitteschön? Eine wassergetränkte Truhe. Alles nehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich beim letzten Mal mit Tastatur gespielt habe. Es wirkt gerade ein bisschen komisch mit Maus. So viele Schiffe. Ah, da ist Rennen. Und das Orange ist meine Ausdauer, wie es scheint. Hier gibt's nichts. Da liegt was, oder? Sieht das nur so aus? Ein Werkzeug herstellen, ein Bett oder ein Bettstand benutzen. Oh nein! Da ist jemand tot. Mehrere. Die alle gleich aussehen. Klettern. Kann ich überall klettern? Tatsache. Trinken. Du hast entdeckt Aasfresserküste. Da hinten ist ein Tier. Dem nähere ich mich mal lieber nicht. Ich habe eigentlich auf den Stein gedrückt, aber irgendwie hat er Wasser in dem Moment getrunken. Jetzt hat er dann aufgesammelt. Okay, also da kann ich jetzt über X drücken. Ah, ich hätte gedacht, das wird mir angezeigt. Okay, wenn ich damit überall interagieren kann, dann sollte ich das natürlich mitnehmen. Das ist sogar Fleisch. Lecker, lecker. Wobei von Austern, weiß ich nicht. Ich habe noch nie Auster gegessen, aber irgendwie... Das ist in der Vorstellung, klingt es auch nicht so lecker. Und dann bleibe ich hier mal. Das ganze Holz könnte mir, glaube ich, noch nützlich werden. Wir haben ein Level Up. Vielleicht sollte ich dann doch nochmal zu den Frauen zurückgehen. Vielleicht kann man dann den Leichen auch noch was ausplündern. Keine Klamotten? Schade. Jetzt. Alles nehmen. Sie hatte Holz dabei. Ach, das da wahrscheinlich nur. Stein und Holz. Und ich habe scheinbar richtig viel Platz im Inventar. Das ist so komisch, nicht auf LT zu laufen. Irgendwo zeigt er mir hier an einem bestimmten Punkt, wo ich stehe, Zuflucht an. Hier. Hm.
Noch mehr Holz. Ah, okay. Was haben wir hier? Steine, Knochenpfeile und ein Färbemittel. Kann ich also doch mit den Leichen interagieren? Ich dachte nur mit einer Kiste oder irgendwas. Muss nur den richtigen Winkel erwischen, dass dann was dasteht. So, Karte würde ich gerne nochmal sehen. Kann ich hier heranzoomen, auf Spieler zentrieren? Das da links sieht irgendwie ein bisschen größer aus. Und das ist die Küste selbst. Aber es ist wahrscheinlich... Oh, es sieht so komisch aus für nur... Achso, das ist das da. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. So, dann nochmal hierher. Jetzt weiß ich ja, wie ich mit den Leichen interagiere. Weil die meisten Rohstoffe kriege ich tatsächlich gerade daraus, weil die bei denen gestackt sind. Komm, ich laufe hier noch eine kleine Runde. Da hängt jemand. Eine Notiz von Lord Fofftop. Schade, ich hatte die Hoffnung, dass ich mir den Speer nehmen kann. Traurig, alle sind gestorben. Aber wenn ich mich recht entsinne, gab es in dem Spiel auch sowas wie NPCs und irgendwelche... Oh, das ist noch eine Kiste. Sowas wie... Ich will eigentlich immer nur rennen, wenn ich trete. Sowas wie so Banditen oder irgendwelche Leute, die herumstreunern. Was ist das eigentlich? Pflanzenfaser. Ah, okay. So, das noch, dann gucke ich zu diesem Objekt und dann überlegen wir uns mal einen schönen Platz zum Schlafen. Ich glaube, es wird schon dunkel. Oder die Sonne geht sehr langsam auf. Sieht aber nicht so aus, als ob ich hier rein kann. Könnte man vielleicht hochkrabbeln. Aber ob mir das was nützt, keine Ahnung. Kann ich eigentlich auch schlagen? Der Hund macht was, okay. Ah, Richter ist Angriff. Der hält auf jeden Fall ordentlich aus. Ein verkrüppelter
Rumpeln. Okay, irgendwas habe ich mit dem Mund gemacht. Ich habe ihm was gebrochen, wie es scheint. Puh. Ich hätte auch niemals einen Hund geschlagen. Geschweige denn umgebracht. Boah, ich bin voller Blut. Kann ich nicht interagieren mit. Ah, Samen kriege ich hier. Ich kann den ganzen Busch abbauen. Huch, ich bin sofort wieder sauber. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich mich erstmal im Wasser irgendwie sauber machen muss. So, ist hier noch irgendwas von Wert? Ansonsten würde ich mir erstmal ein Nachtlager bauen. Yep. Nein, der nächste Hund. Weg hier. Den zweiten Hund überlebe ich nicht. Sag nicht, dass Kampfmusik. Es ist Kampfmusik. Scheibenkleister. Ich hoffe, der Hund mag kein Wasser. Warum lädt sich meine Ausdauer nicht auf? Kann hier mal tiefes Wasser kommen? Scheibenkleister, was mache ich jetzt? Er rennt weg. Ja, geil. Huh, ich dachte, das wird mein Ende. Also sollte ich doch noch nicht zu sehr ins Land. Da sind so viele. Da ist auch irgendwas anderes. Eine Ratte. Das ist eine riesengroße Ratte. Ah ne, es war eine Krähe. Die war ja riesig. Oh, ich bin überlastet. Aber wir wollen ja auch gleich was herstellen. Oh nein, ernsthaft? Scheibenkleister. Ich werde sterben. Ich bin trotzdem überlastet. Ich würde sagen, dann baue ich direkt hier was. Habe ich mit euch schon gesprochen? Nö, sieht nicht so aus. So, na dann, wie baue ich denn überhaupt? Immer noch überlastet? Oh nee, bin ich nicht. Aber ich bin schon im roten, im orangen Bereich. So, wir haben 5 Punkte. Okay, die grünen Sachen sind schon, wie es scheint. Dekoration interessiert mich erstmal nicht, wobei diese Kiste lehrt einem auch eine Werkbank zu machen. Also warum zählt das dann nur als Dekoration? Ich hätte gerne was, was in Richtung, wie teuer ist das, erfordert, Kosten 0. Achso, das habe ich auch schon. Was ist orange? Das kann ich machen wahrscheinlich.
Steinmetzgeselle fordert. Achso, man braucht immer die Vorstufen. Ich habe noch Punkte übrig. Warum kann ich das nicht machen? Das verstehe ich nicht. Bau. Ich muss die Dinger einzeln holen. Ich muss sie erst fertig gekauft haben, damit ich... Das ist ja krass. Ich dachte, man kriegt dann gleich eine ganze Kategorie. So, aber ich suche eigentlich, wo sowas wie ein Bett ist. Das ist ein Bett. Ich kann ein Bett bauen. Das leuchtet rot. Warum leuchtet das rot? Um Rezepte zu lernen. Stufe 6 verfügbar. 5 ausgegeben. 2. Das heißt, ich habe noch 5. Krieger. Egal, ob ich da drauf drücke oder nicht, es ändert sich nichts. Das sind die, die ich schon habe. Gebe ich mal Fundament ein. Ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Schon wieder 2 Punkte. Erfordert Fackel. Und Stufe 7. Achso, deswegen vielleicht. Jetzt habe ich keine Punkte mehr. Okay. Dann, wie baue ich? Ablegen, mehr. Info, aufteilen, Kopf. Handwerk, da hinten ist Handwerk. Herstellen. Ich glaube, das spielt man mit Tastatur vielleicht einfacher. Zwirn, 10 herstellen. So, dann Bodenplatten, Treibgutfundament, Zimmerdecke. Was kostet denn das? Steine und 18. Und 18 und 3. 3, 18, 18, 3. Ich habe mehr Steine als Holz. Das heißt, dann baue ich solche Wände. Gibt es davon auch ein Fundament? Ja. Aber das möchte ich erstmal sehen. Kann ich das sehen? Wo sind denn die Sachen jetzt? Ach da. Ja, nee, dann mit dem Menü ist es doch deutlich schöner. Es geht nicht auf den Sand oder was? Was ist das? Essen. Habe ich das gegessen? Ich habe eine Lebensmittelvergiftung, weil ich Maden gegessen habe. Oh ja, das spielt sich deutlich angenehmer mit Maus und Tastatur. So, aber wie kriege ich die anderen Sachen da unten ins Menü rein? Kann ich das auch nur runterziehen? Das habe ich drin. Wir brauchen einen Türrahmen. Ja, das klappt. Wir brauchen eine Steinmauer. Und welche mit Fenstern. Wahrscheinlich Säulen. Und eine Decke. Das ist der Punkt, wo ich gestorben bin? Ja. Tod.
So, ich darf hier aber nichts bauen, wie es scheint. Warum baut er das? Aber will es nicht platzieren? Das verstehe ich irgendwie noch nicht. Ach so, weil ich mir das da von rechts geholt habe. Ich muss mir aber die fertigen Dinger holen. Geht aber auch nicht. Warum geht das nicht? Darf ich auf Sand nichts bauen, vielleicht? Probieren wir doch mal aus, ob wir da oben was bauen dürfen. Auch nicht. Also, vermute ich jetzt zumindest. Ich würde irgendwie mit einem grünen... Muss dann ein vorhandenes Bauteil einrasten. Geht also doch. Komisch. Was war eigentlich mit meinem Bett? Wo ist das Bett? Da ist das Bett. Ah, ein Faserbett hatten wir schon. Dafür bräuchte ich sogar auch was anderes, was ich noch nicht habe. Holz und Zwirn. Zwirn haben wir nicht genug. Und wir haben auch nicht mehr genug Holz. So, wir wollten eh uns Werkzeug machen. Eine Steinaxt und ein Steinpickel. Schade. So, meine Tür soll... sein. Ein Zuhause schaffen. So, und da packe ich mal mein Bettchen hin. Oh, Schläfer erwache, Erfolg bekommen. Spawnpunkt aktualisiert. So, und wir sind bei 28 Minuten. Ich mache erstmal einen Break. Bis zur nächsten Folge.